Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Life is Strange 2. Falls das Ganze jetzt ein kleines bisschen schwammiger aussieht, ich habe ein bisschen an der Grafik rumgestellt, aber dafür ist es jetzt wesentlich flüssiger. Eigentlich habe ich nur eine Sache runtergestellt und schon geht's. Aber ein bisschen, ich weiß nicht, liegt vielleicht einfach nur an meinem Monitor. Running the garage was Dad's dream. I'm proud of him. Honestly. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es einfach nur an meinem Monitor. Wer weiß. Yeah. I tried to read that. Snooze. Dad loves all that political crap. Damn. You can open a hardware store with all of this. Dad's had this forever. I'm glad he doesn't make us go to church. The saw almost took my thumb off once. Oh man. Schauen wir uns den Motor mal an. I would be fucked if I had to help Dad in the shop. It'll be weird having my own car. But then I could take Jen out. If she wants. Oh man. Ich finde das schon irgendwie echt putzig, wie er sich so die ganze Zeit so Gedanken darüber macht. Na gut. Definitely going to need major snacks for the party. Ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Also gehen wir erstmal wieder nach oben. So. It's good to be the judge. Ganz ehrlich, ich verstehe es halt, aber ich hätte es genauso gemacht. That's right. Qué pendejo. Das möchte ich mir gern durchlesen. Herr Diaz, Ihre Grundstücksgrenze überschneidet sich mit meiner und Ihre Kinder sind laut und bleiben nicht auf Ihrer Seite. Ich habe Ihnen mehrmals gesagt, Sie sollen einen gesetzmäßigen, vernünftigen Zaun, nicht höher als 1,80 Meter gemäß der Baunutzungsordnung von Seattle, zwischen unseren Grundstücken bauen und bis jetzt haben Sie dies nicht getan. Wieso tut er es dann nicht? Ich kenne meine Rechte als US-Bürger, Sie vielleicht nicht, aber ich erwarte, dass Sie diesen Regeln folgen. Falls Sie keinen vernünftigen Zaun errichten, bringe ich Sie vors Bagatellgericht für Schadenersatz. Ihr Nachbar Scott Ward Forster. Oh Gott, ist schon irgendwie lächerlich, oder? Weiß ich nicht, man kann es auch übertreiben. Also meinen Nachbarn war es immer scheißegal, wenn man mal rübergegangen ist. But Daniel leaves his shit all over. Bis auf einem, dem war es nicht so egal. Der hat auch mal was gesagt, aber sonst. Daniel kept saying, I'm freezing. But we couldn't get him off the skis. Tja. Don't forget the non-boost. Man, Daniel could live off this crap. Ted doesn't drink that much. Does he keep track? Ich wette schon. Oh Mann. Ich glaube, wenn man noch so eine Dose nimmt, dann sagt der bestimmt nichts. Aber wenn man so richtig viele nimmt, dann RIP. Das merkt er doch instant, also der ist ja auch nicht ganz dumm, nehme ich an. Yo, cookies. Dad is like a big kid. He gets so hyped for Halloween. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was sollen wir? Gotta bring some munchies. Was sollen wir jetzt davon nicht essen? Ach so, okay, da ist ja auch so ein Zelt drauf. Dann nehme ich mal an, wir sollen die nicht mitnehmen und nicht essen. Dann würde ich sagen, wir nehmen die Chips. Chips sind immer lit. There's also like real food at this party. Ja, wir haben Chips, das reicht. Chips sind immer geil. Cross that off the list.
Food down, drinks to go. Ich muss mir mal die Liste überhaupt angucken. Wo ist die überhaupt? Scheiße, ich will nicht mehr auf diesem Planeten leben. Bist du schon bereit für die Party? Antworte oder ich nenne deinen heißen... Oder ich nehme deinen heißen Papa mit. Alles klar. Verstörend. Hier gibt's aber auch nicht... Hier gibt's nicht so einen Knopf, dass wir antworten könnten. Damn. Lila's so hyped up for tonight. Better hurry. What the... Is Dad... baking something? Meet the Diaz. Organization experts. Auf jeden. Geldglas. Real funny, Dad. Nö, wir klauen da draus doch nicht. Das wäre dreist. Dad tries so hard to get on a healthy diet. I can't wait for him to be on Instagram. Okay, das haben wir uns schon angeschaut. Schauen wir uns mal hier um. He was so proud to get that. He should be. Okay. Cool. Will Dad actually take us there one day? Doubt it. Sieht ganz hübsch aus. Puerto Lobos. Vielleicht kommt der, also der hat das glaube ich eben sogar erwähnt. Wahrscheinlich kommt der irgendwie von da oder so. Rechnung. Damn. The guy never stops working. Leistung Neubau des Motors 1970 GTO, Dienstleistung 1650, Teile 974, Gesamtbetrag 2624,68 €. Tja, das ist nicht billig, ne? Ich glaube, der hat sich eingeschlossen. Da klopfen wir gleich mal. Wir gehen erstmal das Bad durchschnüffeln. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Well, it's not my turn to do the laundry. Okay. Was will er denn üben? Wahrscheinlich irgendwas Verstörendes. Hey Jen, what's up? Ich wusste es. Irgendwas Verstörendes. Again, loser. Hey, you look totally hot. Oh my god, stop. Ugh. Hey, you wanna share my blanket? Hey, Jen, do you wanna hang out sometime? Not bad. Remember. Don't be too thirsty. Oh man, das war echt ein bisschen cringy. Daniel better not use my toothbrush again. Okay, wir klopfen hier noch einmal. Dude, come on, open up. Why? Because. Okay, okay. What are you doing in there, Dr. Frankenstein? You ate my choco crisp. Oh, don't be pissed. You always see the whole box. What's with the scissors? You'll see, but not now. So don't come in. Oh, man. Damn, sounds pretty serious. Should I call an ambulance now before it's too late? Maybe. All I can say is watch out for my costume in 3 days. This Halloween is gonna be awesome. Are you going to the party tonight at Aerith's house? Will Lila be there? Yes, 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 and no. You can't go. Teenagers only. I bet Lila would let me go. She's way nicer to me than you. Did she ask about me?
Oh Gott, das sind beides blöde Antworten. Sie betrügt dich, ist ultra fies, und sie will dich heiraten, ist auch fies, weil er das dann wahrscheinlich glaubt. Ach man, eigentlich bin ich immer für schonungslose Ehrlichkeit, aber der ist halt noch so klein. Okay, andere Menschen sind auch klein und zu denen bin ich schonlos ehrlich, schon, sagt man das? Schonlos ehrlich? Keine Ahnung. Aber, ich weiß nicht. Ach komm. Yes, she wants to marry. Shut up! And I don't even care if I can't go. Because I have secret stuff to do. Alone. Okay, der hat das, glaube ich, nicht ganz ernst genommen. Cringy. Okay. Dana's always up to something. Wonder what's next. So. Hier stalken wir auch noch ein bisschen rum. How many times have I watched it? Not enough. Neue Nachricht von Harf. Ey, Diaz, ich habe gehört, du wirst Murphy flachlegen. Wer ist Murphy? Verstörend. Das würde mich schon mehr interessieren, aber der schreibt auch so ultra viel mit der. Hey Jen, ist Sean Diaz hier. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube, eher so Sean-mäßig, oder? Hi, was geht? Nicht viel bei dir? Relaxe mit Netflix. Würde ich jetzt auch gern. Die Mathehausaufgaben machen mich fertig. Brauchst du Hilfe? Ja, glaub schon. Klar. Geht morgen nach der Schule? Das wäre super. Kann's kaum erwarten, diese Hausaufgaben zu erledigen. Was? Hey, ich bin jetzt in der Bibliothek. Cool, bin unterwegs. Wie ist dein Test gelaufen? Ich habe eine 2. Du bist die Beste. Hurra, freut mich, dass ich helfen konnte. Ich schulde dir was. Das werde ich mir merken. Wie geht's dir? Bist du noch da? Sorry, ich bin auf der Arbeit. Übergelaunter Boss. Übelgelaunter Boss. Ich will dir keinen Ärger einhandeln. Melde dich später, wenn du magst. Okay, also sie hasst ihn schon mal nicht. Sie ist eigentlich voll nett zu ihm. Goldberg ist heute krank. Super, ich war es zu spät, wie immer. Gern geschehen. Hey Jen, gehst du heute auf die Party? Wäre super, dich dort zu sehen. Ja, das ging also... Das geht noch fit. Couldn't live without this shit. That would be sick to just go tag the world. That would cut my arm off if I got a tat like that. But when I turn 18. Ist doch voll hübsch. Naja, gut. Geht so, aber jedem Jahr wieder das Seine, ne? I'll, treasure this gift always. Ist doch ganz putzig. I really like that one. I don't totally suck. Ich muss jetzt echt mal darauf achten, wie er ausgesprochen wird von den anderen. Dann muss ich mir das merken. Lila will survive if I take 5 to practice my drawing. I should take a good look at the subject before drawing. Okay. Ich würde eigentlich schon wieder gehen. Ja, wir haben nur den Bereich. Okay. Got it. Halte und bewege, um zu zeichnen. Das verstehe ich nicht ganz. Muss ich noch irgendwas anderes machen? Ich bewege die Maus die ganze... Ah, okay. The lighting is nice. It's been a while since I've sketched my room. Pretty good. But I can add more details if I want. Okay. Got it. Okay. My room almost looks cool on this. Not an easy task. Good job.
skizzenhaft Errungenschaft freigeschaltet. I think I know what to ask for Christmas. Real Gamer Star Annihilation, was auch immer das bedeuten mag. Okay. I should practice instead of putting it up here. But it looks pretty rad. Das stimmt. Hier gibt's noch irgendwelche Trophäen, die wir uns angucken sollten und ein Bild. Told them not to take a picture of me after the race. I look like a sweaty pig. Wieso hat er es dann aufgehangen? I'll never make varsity at this rate. Okay. Also, wo stalken wir noch hier drin rum? Ich würde sagen hier. Damn. I still have like 10 books left in the series. I won't finish until I'm 20. Alles klar. Dann viel Spaß. So, was hat er hier drin? Irgendwas Interessantes. Oh, hi Gunther. Sorry. You stay hidden here. Dad wants me to keep this junk as backup. Right. Ja, die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Boah, das Ganze spielt ja anscheinend in 2016. Waren da diese Schilder auch schon so im Trend? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich auf einmal so gesehen, dass alle die, ich glaube, das war so vor knapp einem Jahr eher, als alle, also als es die plötzlich andauernd auf Amazon im Angebot gab und dann war ich bei so einem Typen zu Hause und der hatte auf einmal auch so ein Schild und dann da habe ich das so das erste Mal in echt gesehen. Da dachte ich mir auch so, was? Sorry, Lila. I'm just not a selfie. Also ich wusste, dass viele die haben, aber ich habe sowas halt nie in echt gesehen und das hat mich irgendwie voll verwirrt, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, was da drauf stand. Da stand irgendwas richtig crazy-mäßiges drauf. Ihr wisst, was ich meine. So, hat ein Foto gepostet. Lila Pack, Alter, die lahmste Chronik aller Zeiten. Poste ein Selfie oder so. Stalker-Alarm. Okay. Okay. Don't be a stalker, Sean. Stalken! Jen Murphy. Ah, sie heißt mit Nachnamen Murphy. Okay, Jen Murphy hat ein Foto gepostet. Lass dich nicht von ihnen zähmen. Isadora Dukan. Okay, alles klar. Man, this is taking forever. Do they want me to pay for it? Was ist das? Easy Load vielleicht? Godlands? Okay, was ist das? Ach so, der lädt irgendwas runter. Okay. Wahrscheinlich ein Film. Total legal. Oh my god. The internet was a mistake. Lol Cat Attack feiere ich irgendwie schon. Okay. wahrscheinlich so eine YouTube-Abklatsche hier. YouTube, ne? Ja, mehr gibt's hier nicht. Das Stalken fand ich aber lustig. Very funny, Lila. Good thing my boss has a sense of humor. Kind of. Babes Assistant, alles klar. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Oh Mann. Haschpfeife, alles klar. Got us some purple last month. It was fucking insane. Ich nehme mal an, das sollen wir auch mitnehmen. I better be ready. My first hangover. Dad laughed at me so hard when I came back home. Verstehe ich ja gar nicht. Okay. Ich weiß nicht, haben wir überhaupt irgendwo so eine Liste, die wir abhaken können? Man. I so don't want to work this weekend. Ich weiß es nicht. We almost got caught by a crazy old dude, but it was such a blast. Okay, ich frag mich, wer das ist. Ist das das Girl von eben? Ich glaube schon, oder? This was such a cool day. Can't wait to go back out there with the crew. Okay,
Okay, ich glaube, hier haben wir dann auch alles fertig. Ich mache jetzt mal nicht die Musik an, sonst wirkt das nur noch verstörender. Ich würde aber auch sagen, wir setzen hier auch mal wieder einen Cut. Wir sehen uns dann, denke ich mal, morgen wieder. Und dann werden wir mal gucken, was uns hier noch so erwartet. Bis dahin. If I wanted you